Lohnt es sich jetzt überhaupt noch Kryptowährungen zu kaufen? Schafft man es, wenn man jetzt einkauft, noch steuerfrei sein Vermögen nach der Haltefrist von über einem Jahr steuerfrei auszucashen? Das schauen wir uns in diesem Video an. Obendrauf gibt es noch meinen persönlichen Steuerhack nach dem Paragraph 6a StGB, das Außensteuergesetz. Wie du es da draußen schaffst, auch innerhalb von einem Jahr deine Steuerlast auf nahezu 0% zu optimieren, das schauen wir uns am Ende an. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der Makroökonomie. Was macht die Federal Reserve? Und dazu befragen wir einen echten Makroexperten, Arthur Hayes. Ich blende euch das Bild hier ein und ich lese kurz was vor. Arthur Hayes ist ein US-amerikanischer Unternehmer und Mitbegründer der Kryptobörse BitMEX und einer der jüngsten Kryptomilliardäre der Welt. Also, was sagt unser lieber Arthur Hayes? Ich kann jedem da draußen nur empfehlen, die Hayes Medium Artikel zu lesen. Ich blende euch das hier ein. Jeder dieser Artikel ist pures Gold wert. Und um die Effizienz zu steigern, lassen wir uns diesen Artikel einfach von ChatGPT zusammenfassend auf die Kernpunkte, und zwar folgendes. Arthur argumentiert, dass Powell und die Federal Reserve sich zögerlich zeigen, wenn es darum geht, tatsächliche geldpolitische Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel Zinssenkungen, und um das geht's, oder quantitative Lockerung, also das Geld drucken. Stattdessen verlassen sie sich hauptsächlich auf vage Aussagen und Rhetoriken, um die Märkte zu beruhigen, und während sie sich dennoch gleichzeitig besorgt über die Inflation zeigen. Er behauptet weiterhin, dass die Federal Reserve aus Angst vor Inflation zögert, wirklich handfeste Maßnahmen zu ergreifen. Also summa summarum heißt das, es sind keine Rate Cuts ersichtlich, auch wenn der Markt jetzt im Moment mit Mai die ersten Rate Cuts einpreist. Und das ist auch der Grund, warum jetzt im Moment einfach der S&P 500, Nvidia Stock, die ganzen Legacy-Märkte komplett am Durchdrehen sind. Auch jetzt, wo ich dieses Video gerade filme, hat Bitcoin vor wenigen Stunden 55.000 US-Dollar erreicht. Das heißt, der Punkt 1, die Makroökonomie ist nach wie vor angespannt. Gelddrucken ist in den nächsten 6, 12, 18 Monaten Stand jetzt nicht am Plan. Das heißt, Punkt 1, die Makroökonomie spricht im Moment auch noch dafür, jetzt noch einkaufen zu können, um dann in 12 Monaten steuerfrei auscashen zu können, als jemand mit einem Steuerwohnsitz in Deutschland. Der zweite Punkt auf der Liste ist dieses klassische Money Flow Chart. Das sagt einfach aus, dass zuerst Bitcoin am Steigen ist, dann Blue Chips, Midcaps, Altcoins. Und das greife ich einfach auf, dieses Thema, um dieses gefährliche Halbwissen zu unterbinden, was da draußen herumkursiert. Die Sache ist nämlich folgendes: Jeder, der im Bärenmarkt aktiv war, jeder, der im Schützengraben gesessen ist und auch einfach verstanden hat, der aktiv an der Front war, am eigenen Leib miterlebt, dass sich die Spielregeln geändert haben. Das heißt, dieses klassische Money Flow Chart hat einfach an Bedeutung verloren. Das hat schon gegolten in den letzten Zyklen, doch jetzt haben wir so viele High Net Worth Individuals und institutionelle Investoren da draußen, die natürlich auch um den 4-Jahres-Bitcoin-Zyklus wissen, die um das Halving wissen, die um Altcoin-Zyklen und Altcoin-Rotationen wissen, und die frontrunnen dieses ganze System einfach, beziehungsweise ändern sie die Spielregeln, weil, und jetzt kommt's, permanent 100 Milliarden Dollar im Markt waren, auch im Bärenmarkt, die ganze Zeit rotiert sind. Jeder, der im Bärenmarkt aktiv war, hat das einfach mitbekommen, wie die verschiedenen Segmente, die verschiedenen Narrative eins nach dem anderen durchrotiert wurden. Das heißt, diese institutionellen Investoren haben dieses ganze Money Flow Chart gefrontrunnt und dementsprechend wurden alle Spielregeln absolut entwertet. Dieses Money Flow Chart hat einfach nicht mehr die Bedeutung, die es in den letzten Zyklen hat. Das heißt, man kann daran auch nicht festmachen, ob jetzt schon Bitcoin ist getoppt, es pumpt Ethereum ein bisschen und demnächst die Altcoins und dann war es die ganze Sache und in 12 Monaten ist der ganze Markt vorbei, die Bubble ist geplatzt. Das heißt ganz einfach, Punkt 2, das Money Flow Chart ist so nicht mehr existent, nicht mehr so aussagekräftig wie in den letzten Zyklen, und du solltest auch da draußen diesen ganzen YouTubern, die das propagieren, einfach nicht mehr glauben. Und das ist auch der perfekte Übergang zu Punkt 3, nämlich das Bitcoin-Top nachverlagert mit Altcoins. Was meine ich damit? Und jetzt musst du mir ganz genau zuhören. Stell dir vor, du gehst in dein Lieblingsrestaurant. Du kennst jedes Gericht auswendig, du bestellst dein Lieblingsessen. Das wird jedes Mal seit Jahren mit den gleichen Zutaten gekocht, vom gleichen Koch. Natürlich schmeckt das gleich. Doch jetzt, und das ist das, was am Kryptomarkt gerade passiert, es wurde nicht nur der Koch ausgetauscht, sondern auch die Zutaten, und du kriegst ein komplett anderes Gericht. Das heißt, auch diese ganzen institutionellen Investoren, damit wir eigentlich
ähnlich. Ja? Im Grunde genommen wurden wir von der Wall Street übernommen. BlackRock, Vanguards und wie sie alle heißen. Gestern vor 2 Tagen hat JP Morgan bekannt gegeben, obwohl sie vor einem Monat noch gegen Bitcoin geschossen haben, sagen sie, dass sie jetzt massiv in den Markt reingehen. Das heißt, diese ganzen Spielregeln, der ganze Markt ändert sich. Natürlich würde ich mich jetzt gerne hier hinstellen und sagen, hey Leute, wisst ihr was, wenn der Bitcoin toppt, dann habt ihr noch 2-3 Monate Zeit. Von daher, ja, ihr könnt es jetzt noch kaufen. Keine seriöse Informationsquelle, die ein bisschen über den Tellerrand schaut, kann euch das einfach so bestätigen, weil wir wissen es alle nicht. Ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, ich kann mir sogar vorstellen, dass sich diese Spielregeln jetzt einfach ändern, dass es irgendwann eine Altcoin-Blase gibt, weil einfach jeder weiß, dass Altcoins explodieren werden. Dementsprechend wird das Ganze gefrontrun. Das heißt, wir entkoppeln uns ein bisschen von Bitcoin mit diesem Altcoin-Markt. Da rennt die Blase heiß, das Ganze explodiert und die richtig seriösen Investoren investieren einfach schön allmählich in Bitcoin. Das steigt, steigt, steigt die nächsten Jahre vor sich hin. Auf was ich damit hinaus will, ist, dass du dich ganz einfach auf diese neuen Spielregeln einstellen musst. So, und damit kommen wir auch schon perfekt zum nächsten Punkt. Doch bevor wir jetzt zu meiner Meinung kommen, lass jetzt sofort auf jeden Fall ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst, und ich garantiere dir, in den nächsten und in den kommenden Videos schauen wir uns richtig interessante Thematiken ab, die dich genau da abholen, wo du bist. Meine persönliche Meinung zu diesem ganzen Thema ist super easy. Ich habe noch nie verstanden, wie man sich da draußen so stark den Kopf darüber zerbrechen kann. Das ist doch komplett egal. Ich persönlich zahle lieber auf 1 Million Euro, die ich mehr verdient habe. 52% Steuern, steckt mir dann 480.000 Euro in die Brusttasche, bevor ich auf 0 Euro 0% Steuern zahle. Persönlich verfolge ich einen ganz, ganz anderen Ansatz. Ich optimiere meine Steuern, bevor das Ganze losgeht. Als Deutscher ist man der zweithöchsten Steuer- und Abgabenlast weltweit ausgesetzt. Das Ganze muss einem zum Nachdenken anregen. Und wenn wir schon beim Thema Nachdenken anregen sind, habe ich noch etwas. Das Steuersystem basiert auf verschiedenen Steuerprinzipien, zum Beispiel Äquivalenzprinzip. Es darf nicht zu komplex sein, was auch ein kompletter Schwachsinn ist. Jeder braucht einen Steuerberater bzw. ein Team von Steuerberatern, gerade als Unternehmer. Aber was dich da draußen betrifft, ist das Prinzip der Steuereinfachheit. Hast du dich schon mal gefragt, warum zum Beispiel deine 5.000 Euro Bruttogehalt direkt auf dein Konto bekommst und dann davon deine Abgaben zahlst? Naja, weil dann die ganze Welt brennen würde. Je steuereinfacher das System aufgebaut ist, desto höher ist die Steuerehrlichkeit, weil wenn du 5.000 Euro bekommst und dann 2.000 Euro an Steuern und Abgaben wegüberweisen musst, die Menschen da draußen haben das erste Mal das richtige Gefühl, dass sie dieses Bruttogeld auch verdienen, weil jetzt im Moment fühlt sich das ganz einfach so an. Du bekommst ein Nettogehalt, du siehst dein Bruttogehalt nur auf dem Lohnzettel und genau das weiß der Staat natürlich auch. Und dementsprechend bin ich einfach ein Freund davon, ich optimiere meine Steuern da, wo es wirklich Sinn macht und drücke nicht an irgendwelchen komischen Knöpfen herum, die gar nicht so viel Impact haben. Wenn du zum Beispiel in der Mitte des Bullruns, wenn du ganz genau schon weißt, in 3, 4, 5, 6 Monaten ist der Run vorbei und du siehst einen guten Meme-Coin, du siehst eine gute Gelegenheit, na, dann kauf den Müll halt einfach, verkauf den, zahl darauf deine Steuern. Hauptsache, unterm Strich hast du mehr Geld verdient und bist dem Ziel der finanziellen Freiheit einen Schritt näher. Und genau so approach ich dieses Thema und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich den Steuerhack. Wie kannst du dieses ganze Thema optimieren bzw. komplett umgehen? Und ich möchte jetzt ganz klar dazu sagen, ich bin natürlich kein Steuerberater, ich gebe hier nur meine persönliche Meinung wieder, ich gebe wieder, was ich in der Praxis erlebt habe. Wenn du richtig, richtig gutes Geld verdient hast und diese Zahl ist für jeden eine andere Summe und das unter dieser 1-Jahres-Haltefrist, naja, Paragraph 6a StG, das Außensteuergesetz, besagt, dass Kryptowährungen nicht unter die Wegzugsbesteuerung fallen. Das heißt, du kannst ganz einfach deine Kryptobestände hodeln, sie nicht verkaufen und dann einfach wegziehen. Du ziehst in ein Land, wo du auf Kryptosteuern bzw. Vermögensteuern 0% bezahlst. Warum hat das bis jetzt noch keiner von diesen ganzen YouTubern da draußen erzählt? Weil sie noch kein signifikantes Geld mit Krypto verdient haben und sich dementsprechend mit diesem ganzen Thema noch nicht auseinandersetzen müssten. Also, damit ich dir auch noch was Handfestes mitgebe. Direkt gehaltene Kryptowährungen unterfallen nicht der Wegzugsbesteuerung. Dies bedeutet, dass der Wertzuwachs von Kryptowährungen, die direkt auf dem eigenen Wallet gehalten werden, nicht besteuert werden, wenn der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt. Jedoch Kryptowährungen, die in Form von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft gehalten werden, unterliegen hingegen der Wegzugsbesteuerung. Das heißt, bei direkt gehaltenen Kryptowährungen wird die Wegzugsbesteuerung durch § 6 des Außensteuergesetzes
geregelt. Dieser Paragraph besagt, dass stille Reserven, die bei einer natürlichen Person entstehen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt, mit dem jeweiligen Verkehrswerk am Wegzugstag besteuert werden sollen. Kryptowährungen jedoch sind klar definiert keine Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 AStG, daher fallen sie nicht unter die Wegzugsbesteuerung. Das Einzige, worauf man aufpassen muss, ist meiner persönlichen Erfahrung nach einfach, wenn sich diese Coins im Staking befinden, weil dann unterliegt man vielleicht, je nachdem wie das Finanzamt das definiert, der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Also in diesem Sinne, macht dir um dieses ganze Steuerthema einfach nicht zu viele Gedanken. Kauf die soliden Altcoins, die du auch so kaufen würdest. Die Anteile, die steuerfrei sind, freu dich, dann bezahlst du 0 Euro darauf. Und solltest du bei gewissen neu dazu gekauften Coins einfach deine Steuer bezahlen müssen, naja, dann ist es halt besser, als auf 0 Euro auch 0 Euro Steuern zu bezahlen. Und deswegen mach einfach keine Dummheiten, trade nicht deine steuerfreien Bestände um, versuch nicht da irgendwie schlauer zu sein als der Markt, hodl einfach dein Zeug und dann wirst du garantiert sehr, sehr gut fahren. Und in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.